2. Wie man etwas macht. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben Jesus Christus entspricht. Zitat Paulus. Alle Menschen machen etwas in ihrem irdischen Leben falsch, aber nur wenige kehren nicht in das Fleisch zurück, um etwas aus einem vergangenen Leben wieder gut zu machen. Auch die trägsten Kreaturen, die ihre Zeit in Gleichgültigkeit und Trägheit verbracht haben, werden gezwungen, ins irdische Leben zurückzukehren, damit sie das Band der Untätigkeit zerstören, das sie um sich herum geflochten haben. Nur der Mensch, der sich von Jesus inspirieren lässt, baut für das Gute, ohne die Notwendigkeit, etwas wieder gut zu machen. Etwas in Christus zu verwirklichen, bedeutet das Beste für alle zu machen, ohne etwas zu erwarten, ohne Forderungen, ohne sich in den Vordergrund zu stellen, ohne überheblich zu sein, ohne Lohn zu fordern, ohne Unruhe. Wir sehen den göttlichen Meister bei allen seinen Schritten, ständig Gutes zu tun, zugunsten des Menschen und der Gesellschaft, ohne Egoismus. Von der Schreinerei in Nazareth bis zur Kreuzigung in Jerusalem tat er immer Gutes, ohne jeglichen Lohn als die Freude, den Willen Gottes zu tun. Er hebt den Zent der Witwe hervor und schätzt den Reichtum von Zachäus mit derselben Gelassenheit. Er unterhält sich liebevoll mit den Kindern und vermehrt das Brot für Tausende von Menschen, ohne Aufregung. Er erweckt Lazarus und geht aufrecht ins Gefängnis, voller Aufmerksamkeit für die göttlichen Pläne. Vergisst nicht, an all deinen Tagen und Stunden für die Glückseligkeit der Allgemeinheit zu arbeiten. Allerdings hilf allen ohne Unterschied, damit die Illusion dich nicht enttäuscht und vereinsamen lässt. Bewahrt euch vor allem die Ehre, nützlich sein zu dürfen, sodass wir untereinander so gesinnt sind, wie es dem Leben Christus Jesus entspricht.